Klaus Meumann ist 53, leitet eine Werbeagentur in Ulm und kämpft seit Jahren mit einer Sehschwäche. Genau gesagt ist er 2,5 Dioptrien weitsichtig und 1,5 Dioptrien alterssichtig. Ein Zustand, an dem er unbedingt was ändern möchte. Na gut, ich trage jetzt seit ca. 10, 11 Jahren eine Brille und habe unheimliche Probleme mit der Brille. Vor dem Bildschirm, beim Arbeiten, es juckt mich, fühle mich unwohl, ich kriege Kopfschmerzen, obwohl die Brille gut eingestellt ist. Und habe von Freunden gehört, wie angenehm das ist und habe mich dazu entschlossen, einfach jetzt Schluss mit der Brille zu machen. Nach einem Eignungscheck ist heute die Voruntersuchung dran. Hier wird das Auge gründlich durchgecheckt. Unter anderem wird Hornhautdicke, Hornhautverkrümmung, Höhe der Fehlsichtigkeit, Augeninnendruck und natürlich auch die Sehstärke gemessen. Es folgt das Gespräch mit dem Augenarzt und eine abschließende Untersuchung mit der Spaltlampe. Sie möchten ja Ihre Fehlsichtigkeit loswerden und gleichzeitig aber auch die Alterssichtigkeit stört und sozusagen auch die Gleitsichtbrille oder Lesebrille loswerden. Beides in einem Eingriff oder überhaupt beides anzugehen, geht tatsächlich nur mit einem Linsentausch, mit einem refraktiven Linsentausch. Es gibt noch andere experimentelle Verfahren, auch beim Laser gibt es experimentelle Versuche, sowas zu korrigieren. Richtig funktionieren, also mit einer ausreichend sicheren Genauigkeit funktionieren, tut allerdings tatsächlich nur ein Linsentausch. Eine Linse, die ein Simultanbild macht, Ferne und Nähe gleichzeitig. Das Gehirn filtert das jeweils andere Bild raus, sodass beim Blick in die Ferne das Fernbild zu sehen ist und beim Blick in die Nähe das Nahbild zu sehen ist. Es kann nach so einem Linsentausch dennoch sein, dass Sie eine leichte Brille zum Autofahren aufsetzen, für die Nähe aufsetzen. Das heißt, wir haben keine Garantie von der Brillenfreiheit. Nur eine sehr, sehr gute Treffergenauigkeit, sodass wir eine weitestgehende Brillenunabhängigkeit erreichen. Ja, und das ist auch die realistische Erwartungshaltung, dass man nicht mehr von der Brille abhängig ist, nicht mehr nach der Lesebrille tastet, sondern einfach vernünftig gut in die Nähe sieht. Sehr, sehr häufig erreichen wir exzellente Sehergebnisse für Ferne und Nähe, aber die Erwartungshaltung kann natürlich nicht sein, ein Adlerauge, perfektes Sehen für alle Distanzen, das ist unrealistisch. Ja, ich freue mich richtig drauf, weil ich habe schon lange, haben wir schon gesagt, darüber nachgedacht und bin so Gott froh, wenn ich die Brille losgehe. Frage habe ich noch, Sie schreiben da, dass man, wenn beide Augen quasi nacheinander operiert werden, dass man zwischen der Zeit nicht Auto fahren sollte, was mir ein bisschen schwer fallen müsste. Das Problem ist, dass Sie sich an den Sehreindruck natürlich gewöhnen müssen. Sie haben im Normalfall direkt am nächsten Tag mindestens so eine gute Sehschärfe, dass Sie Auto fahren können ohne Brille. Rein von der Sehschärfe her, da der Seitenunterschied natürlich da ist, also das noch nicht operierte Auge natürlich ohne Korrektur nicht gut sieht und das schon operierte Auge gut sieht, ist der Zeitraum zwischen beiden Augen natürlich immer ein bisschen schwierig. Wenn das zweite Auge operiert ist, spricht im Normalfall nichts dagegen, dass man direkt am nächsten Tag Auto fährt. Also die Einschränkungen sind bei so einem Eingriff minimal. Sie dürfen nicht ans Auge fassen, Sie dürfen nicht in öffentliche Gewässer gehen, Freibad, Aggersee, zwei Wochen lang. Ja. Aber ansonsten heben, tragen, bücken sind im Alltag nicht eingeschränkt. Ja, das Hinfassen ans Auge, das Wichtigste, das darf man nicht. Okay. Rüdiger Schmied hat als Arzt schon nahezu 20.000 erfolgreiche Augenoperationen getätigt und gehört in der Region zu den erfahrensten Augenlaserspezialisten. Was genau passiert denn eigentlich bei einem Linsentausch, wie er Klaus Meumann bevorsteht? So ein moderner Linsentausch schaut folgendermaßen aus, dass wir am Rand der Hornhaut einen ganz kleinen 2 mm Schnitt anlegen, dann wird die körpereigene Linse entfernt und eine Kunstlinse eingesetzt, die praktisch eine refraktive Funktion übernimmt, das heißt Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung und im Idealfall eben auch die Alterssichtigkeit ausgleicht. Es gibt moderne Trifokallinsen und Linsen, die übergangslos Ferne und Nähe abbilden. Das Ganze passiert natürlich nicht wie im Modell gezeigt, in Gänze ausgenommen, Linse eingesetzt, das war Mitte des vorigen Jahrhunderts so, sondern durch dieses winzig kleine Schnittchen wird die Linse in kleine Stückchen zerlegt und abgesaugt. Das ist also super schonend für das Auge. Und die neue Linse gefaltet, gerollt, eingesetzt, im Auge entfaltet. Eine Woche später. Der große Tag für Klaus Meumann ist gekommen.
Der Eingriff geschieht unter leichtem Dämmerschlaf. Zuerst wird am linken Auge die Kunstlinse eingesetzt, in einer Woche soll dann das andere Auge folgen. Alle arbeiten hochkonzentriert, jeder Handgriff ist routiniert. Durch einen 2 mm Schnitt wird die neue Linse eingesetzt. Nach einer Viertelstunde ist alles vorbei und Klaus Meumann darf im Ruheraum in den Massagesessel zum Entspannen nach der Behandlung. Alles gut, keine Schmerzen, keine Probleme, fühle mich gut. Und jetzt kriege ich gerade eine tolle Massage hier und alles wunderbar. Der nächste Tag. Heute wird geschaut, wie erfolgreich der Eingriff war. Klaus Meumann fühlt sich wohl und seine Sehfähigkeit ist schon richtig gut. Alles gut. Bisschen ungewohnt mit der Augenklappe, aber ging auch nachts einwandfrei, keine Schmerzen, keine Probleme. Und heute noch etwas schwammig alles, aber im Nahbereich auf dem Auge schon gestochen scharf. Keine Schmerzen, also bis jetzt alles super. Ja, das ist das Erste, was man feststellen kann jetzt, dass ich heute Morgen das erste Mal auf meinem Telefon meine E-Mails lesen konnte. Was ohne Brille unmöglich war. Das heißt, das eine Auge ist im Nahbereich jetzt schon so viel, würde ich behaupten, bei 100%. Jetzt fehlt halt die Ferne noch, das muss aber sich das Gehirn noch dran gewöhnen. Also alles so, wie er mir das vorher erzählt hat. 2 Wochen später. Mittlerweile ist auch das zweite Auge behandelt worden. Heute kommt Klaus Meumann, um sich noch einmal gründlich durchchecken zu lassen und ein abschließendes Gespräch mit Dr. Schmidt zu führen. So, wir schauen dann gleich mal nach der Sehschärfe. 2 Wochen nach der Operation, wir fangen dann schon mal klein an. Und schauen Sie mal, ob Sie die obere Reihe lesen können. V-S-H-E-L. Zweite Reihe. A-P-F-C-B. Genau, dann probieren wir noch die untere Reihe. R-D-Z-T-G. Also das geht natürlich spielend. Ja. Also es ist toll, dass wir jetzt schon die 100% haben. Wir schauen uns das für die Nähe noch an. Gerade in dem Abstand, der für Sie optimal ist. Mhm. Und üblicherweise sollten das etwa so 40 cm sein. Probieren Sie mal, ob das ist bei Packzettelgröße, ob das hier geht. Schwer und langsam arbeitet sich die Kurzstellung etwas kleiner. Temperatur sank auf minus 6,1 Grad. 100%, perfekt. Für die Nähe richtig toll auch. Also so stellen wir uns das vor. Prinzipiell ist es so, mit dieser Operation ziehen wir auf eine Brillenunabhängigkeit, nicht auf eine Brillenfreiheit. Also das wesentliche Prinzip ist, dass Sie nicht mehr auf eine Brille angewiesen sind. Aber sehr oft, tatsächlich in den meisten Fällen, wird das so schön wie bei Ihnen, dass wir tatsächlich für die Ferne und für die Nähe die 100% auch erreichen. Also dass wir wirklich den Zustand haben, dass Sie lebenslang jetzt keine Brille mehr brauchen. Also das Nachhaltige bei der Operation, so wie es jetzt noch nicht, nach einem Monat etwa erst, nach einem Monat ist, haben wir die endgültige Stabilität und so bleibt sie lebenslang. Das heißt, die Lesebrille wird nicht immer stärker, für den Helden wird es nicht immer schlechter, sondern das ist tatsächlich eine extrem nachhaltige Prozedur. Gibt es denn jetzt irgendwelche störenden Seheindrücke, die Sie haben? Das rechte Auge, das als letztes Auge wird es etwas lichtempfindlicher noch, gegen starken Lichteinfall. Die von Ihnen beschriebenen Irritationen mit Licht nachts bei Autos sind da, aber problemlos machbar. Und ansonsten schwankt es ab und zu mal ein bisschen mit der Nachttagesform. Grundsätzlich ist es vollkommen okay. Also ich habe nie das Gefühl, ich bräuchte zu irgendeinem Zeitpunkt eine Brille. Genau. Tropfen. Wir geben Ihnen heute einen Attest, dass Sie beim Landratsamt die Brille aus dem Führerschein austragen lassen können. Und dann würden wir etwa einen Monat nach Operation die Abschlusskontrolle machen. Und dann wieder etwa in einem halben Jahr. Okay, prima. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Genießen Sie das Leben ohne Brille. Wunderbar, vielen Dank, Gerry. Ganz klar. Ja, tschüss, danke.